Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue Video. Oh my God. Willst du ein neues Bett? Nee, eigentlich nicht. Wie wäre es mit einem Smart Bett? Ein Smart Bett? Scheiß drauf, wie günstig so ein Smart Bett ist. Was will ich mit einem Smart Bett? Bruder, alles ist smart. Smart Kühlschrank, Smart Home, Smart Licht, Smart Bett. Was kann das Bett machen? Dich morgens aus dem Bett schmeißen oder was? Die sind günstiger, als du vielleicht denkst. Ja, klick jetzt, okay, Mann. Klicken wir drauf, Digga. Klicken wir drauf, Junge. Das ist wirklich... Wenn ihr eine Sache nicht machen sollt auf TikTok, auf irgendwelche Werbelinks draufdrücken. Ich hab's gemacht. Wo komme ich an? Boxspringbett, Deluxe, Smartbett, Betten, Schlafzimmer. Und wenn ich da drauf drücke, komme ich einfach zu XX Lutz oder sowas. Ja, stark, Bruder. Smartbett, günstig. Guck mal, so viel Schnee hier liegt, ja. Guck mal, was ist das aber oben? Hä, Leute? Ist das Schnee oder Kokain? Schnee. Kokain! Ey, Kokain! Alles voll mit Kokain! Kokain! Alles voll mit Kokain! Überall Kokain! Er spuckt mich an, als wäre ich ein Hund. Junge, was ist das? Sag nie wieder, ich liebe dich. Sag ganz einfach. Und du bist wie ein Snooze, Baby. Okay. Schatz. Und du bist wie ein Snooze, Baby. Was? Ja, hat ja super funktioniert. Hi. Was geht? Wenn ihr das seht, und ich kann nicht glauben, dass ich es einfach endlich sagen kann. Wenn ihr das seht, bin ich im Dschungelcamp. Ja, okay, Digga, ich dachte, keine Ahnung, er muss jetzt Knast oder so, er setzt sich hin so. Ja, okay, eigentlich ist Dschungelcamp auch gleichzeitig Knast. Aber ich dachte, der wird jetzt verhaftet oder sowas, der setzt sich hin. Ja, Leute, wenn ihr das seht, ich hau auf mit Social Media, das wäre vielleicht besser. Ey, Spaß, nee, alles cool. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich möchte sagen, dass ich alles geben werde. Ich werde für die Community einstehen, ich werde für mich einstehen, ich werde aber auch für euch da draußen einstehen. Für uns da draußen? Für mich? Bro, ey, Tim, ich bin so stolz auf dich. Danke, Digga, dass du für mich da einstehst. Extra nur für mich. Der Dschungelcamp, Bro, was ist das überhaupt für ein Ding? Da musst du so Insekten und sowas essen. Ich möchte mich einfach jetzt schon für alles bedanken. Ich möchte mich für eure Anrufe bedanken. Ich rufe da sicherlich nicht an, aber bitte. Ich möchte mich aber auch bedanken, dass ihr euch Zeit nehmt, das Ganze anzuschauen. Mach ich nicht, aber bitte. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch wahrscheinlich am nächsten Tag sehr früh raus müssen. Nein! Das ist keine Selbstverständlichkeit und ich bin gerade wirklich... Oh Gott. Ich bin gerade wirklich sehr emotional. Der fängt an zu zittern, weil er ins Dschungelcamp geht? Dschungelcamp, Bruder. Dschungelcamp. Ich bin positiv aufgeregt. Ich freue mich, die anderen kennenzulernen und ciao. Ich habe kein Handy mehr. Ciao, ich hab kein Handy mehr. Vor 3 Tagen, vor 18 Stunden auch er. Support ist 10 von 10, 24 auf jedem Screen. 24 auf jedem Screen. Leider auch auf meinem Mann. Ist mir ganz egal, was sie labern. Yeah, yeah, woo, wow, ich fühle das. Model, Weiß, Konfetti und Drama. Yeah, ich geh Dschungelcamp und mach Drama. Bist nur neidisch, weil du gerne selber. Nein, eigentlich nicht. Ah, Bruder, 24 Tim, Digga. 24 Tim. Bist nur neidisch, weil du gerne selber so fährst. Nein, ehrlich, Tim, ich freue mich auf deinen Song. Neues Video auf meinem Gaming-Kanal, YouTube. Sind sie im Bett dabei? Ich mein Schmuck, Juwelieren die Fenster. Okay, Junge, wir gehen rein, Digga. Max Gaming Pro hier. Neuen Käfig aufbauen für meinen Hamster? Herzlich willkommen. Mein neues Video. Ich guck in die Kommentare wirklich und den ersten Kommentar, den ich sehe, Käfig zu klein, Sandschale zu klein, zu wenig Streu, Rad zu klein, Wasserschale zu groß, alles falsch gemacht. Krass, Bruder. Geiles Gaming-Video, Mann. Vielen Dank, Bruder. Ah, heftig. Ich freue mich schon mega, wenn es fertig ist. Jeremy Fragrance hat Marketing durchgespielt. Er ist ein Marketing-Genie. Guck mal, dass Jeremy Fragrance ein Marketing-Genie ist. Ich glaube, das ist jedem bekannt, weil Jeremy Fragrance, der macht einfach das, was er will. Oder wenn er will, dreht er eine Werbung für Brot. Was ist der geilste Geruch der Welt? Power! Zeig dir ganz genau, warum und wie du das eventuell auch anwenden kannst. Schaut euch das mal an. I'm sorry about that. I was brushing my teeth and some of that stuff. Gehen wir mal drauf ein, was er alles gemacht hat.
hat eine Hook benutzt, indem er einfach seine Hand anspuckt. Ja, okay, alles gut, Digga. Okay, meine nächsten Videos starte ich auch einfach so. Jo Leute, was geht? Das ist der krasseste Scrollstopper überhaupt. Zweitens, seine Hose ist so eng, dass man sein Genital sieht. Ja, zweitens, seine Hose ist so eng. Weißt du, was die erste Challenge ist? Sich so eine Hose zu kaufen, ohne dass mich mein Dad zusammenkloppt. Plus, er macht ein Unboxing über ein Parfüm. Zeigt den Namen der Marke, dass man weiß, um was es geht. Er streckt das Video auf eine gewisse Länge. Dafür, dass er bekannt ist für Parfüm-Reviews und seine Meinung, das kommt erst am Ende. Plus, er macht ein Unboxing über ein Parfüm. Das heißt, wenn ihr auf TikTok einfach erfolgreich werden wollt, macht Unboxings über Parfüm. Für mehr Tipps folgt Social Media Buddy. Mit dem neuen TikTok-Feature bekommst du mehr View, mehr Like, Erfolg, Erfolg. Ich bin mir sicher. Was? Mehr View, Like, Erfolg. Nicht schon, nicht panima. 99% von euch kennen das noch gar nicht. Aber deswegen bin ich ja hier. Ey, nee, wirklich, Bro, nichts gegen dich. Coole Videos, alles cool. Aber TikTok ist wirklich, TikTok ist so eine komische Plattform, wirklich, die kannst du nicht mehr mit TikTok von damals vergleichen. TikTok, wirklich Real Talk. Ich habe damals einfach meine Videos hochgeladen und ich habe sie einfach hochgeladen. Ich bin froh, dass ich kein TikToker bin und dass TikTok auch nicht meine Hauptplattform ist. Aber früher, ich konnte einfach diese Videos hochladen, kein Problem. Na okay, meine Videos wurden wegen Mobbing immer gesperrt, was ich auch nie verstanden habe. Aber okay, Mann, ich konnte sie hochladen. Alles war cool. Seit neuestem wird fast jedes Video gesperrt, weil sie sagen, das sind Duplikate. Das sind nicht meine echten Videos. Bro, that's I. Ich bin der. Die Videos werden einfach gesperrt. Ich lade sie hoch auf TikTok und danach werden sie gesperrt oder werden von diesem Creativity-Beta-Programm da einfach entfernt, weil sie sagen, ja, dieses Video hast du nicht selber erstellt. Ja, wer denn dann, Digga? Grantelbart oder was? Und auf YouTube ist eine Sache, was man hochlädt. Ne, man macht ein Video, man gestaltet es und auf TikTok muss man, keine Ahnung, Alter, mathematischen Grundformeln auswendig wissen, damit man weiß, okay, ich muss die Hook so hier starten. Schaut euch das mal an. I'm sorry about that. Dann noch irgendwie in den ersten 3 Sekunden darf ich nur das und das sagen, hier muss ich das zeigen, um danach eine Viralität zu erzeugen. Bro, wir sind hier nicht im Physikunterricht, Mann. Wir laden Videos auf TikTok hoch. Digga, die haben da draußen die ganze Wissenschaft gemacht. Und auf TikTok ist man auf einmal so ein Star und am nächsten Tag ist man einfach so, dich kennt niemand mehr. Man ist so, keine Ahnung, Obdachloser unter der Brücke. Stark, oder TikTok so eine geile Plattform, Alter. TikTok so eine coole Plattform. Neulich habe ich auch mal jemanden in der Uni kennengelernt, der mir so gesagt hat, so, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und so. Ich so, ja, krass, was machst du? Machst du Online-Shop oder sowas? Nee, ich habe auf TikTok so einen Account, wo ich so andere Clips hochlade. Ich habe da schon 40.000 Follower. Ich kann das alles nicht mehr. POV, du wachst so auf. Einen guten arschgefickten Morgen, du geiles Stück Scheiße. Warte mal, ganz kurz. Hat das was mit dem Smartbed am Anfang zu tun? Was ist der Unterschied zwischen dir und einer fetten Ladung Yarak-Soße? Richtig. Es gibt keinen. Du liegst immer noch im Bett wie eine Ladung Wichser aus der letzten Nacht. Digga, was ist das für ein Wecker? Also Real Talk, wenn ich diesen Wecker anmache, gibt es für mich nur 2 Optionen. Entweder ich vergesse aufzustehen und meine Eltern kommen rein und schlagen mich zusammen. Oder, nee, der Wecker ist eigentlich ganz gut. Weil wenn der Wecker läuft, versuche ich eben, dass sie nicht reinkommen, um mich zusammenzuschlagen. Sondern ich stehe in der Zeit auf und mache ihn aus. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute einen angenehmen Start ins Wochenende. Wir haben Montag, Leute, gerade ich das Video aufnehme. Egal, schönes Wochenende. Name me a country that starts with A but doesn't end with A.